Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comic. Ich baue hier im Garten ein Kleintierhaus mit einer Voliere. Das Haus habe ich bereits gebaut und hier im Außenbereich soll nun eine Voliere entstehen, damit die Vögel und Kleintiere im Freien sich bewegen können, ohne mir auszubüchsen. Wie ich das Ganze mache, das zeige ich euch hier im Video. Bleibt dran, gleich geht's los. Das Haus auf dieser 4x4 Meter großen Bodenplatte steht bereits. Im Video unten in der Beschreibung zeige ich euch, wie ich dieses Haus aufgebaut habe und dabei auch von den Vorgaben abgewichen bin, was zum Beispiel das Dach betrifft. Hier im Außenbereich möchte ich eine Voliere bauen. Ein Teil davon wird überdacht sein, ein weiterer Teil wird auch nach oben hin offen sein. Hier werden die Wellensittige, hier werden die Nymphensittige und hier werden Meerschweine und Hasen ihren freien Auslauf haben. Damit die Tiere nicht ausbüchsen, muss das Ganze natürlich eingegrenzt werden. Ich habe hier an der Seite bereits einen ersten Balken eingebaut und auch auf der anderen Seite liegt bereits ein Balken im Fundament. Hier an dieser Stelle soll ebenfalls ein Balken gebaut werden und dann möchte ich diese Voliere in einer Art Fachwerkkonstruktion aufbauen. Ich beginne heute damit, diesen Querbalken ebenfalls einzubetonieren und dann Stück für Stück dieses Fachwerk nach oben hin aufzubauen. Die Balken auf dem Fundament habe ich mit normalen U-Schuhen direkt im Fundament verschraubt. Hier in diesem Bereich liegen die Balken jedoch weit in der Luft. Damit das Ganze dennoch stabil ist, habe ich wieder auf meine Methode mit dem Punktfundament zurückgegriffen und hierzu diese KG-Rohre zunächst in die Erde eingegraben, teilweise bis zu einem halben Meter, das Ganze mit Beton versehen und anschließend habe ich dann diese Betonanker eingebaut. Das gleiche Prinzip werde ich auf dieser Stelle hier verfolgen. Ihr seht, die KG-Rohre habe ich bereits einbetoniert. Das ist alles harter Beton schon. Drinnen ist noch ein bisschen frei. Hier kommt jetzt der Balken hinein und in der gesamten Länge ist das Ganze auf einer Ebene ausgerichtet in Waage. Und nun kommt der Holzbalken, die habe ich hier auf Lager liegen und wird zunächst erstmal aufgelegt, grob ausgerichtet und dann kann ich die Pfostenanker anbringen. Ich habe den Balken nun auf den KG-Rohren aufgelegt und ungefähr in einer Flucht zu meiner Borte ausgerichtet. Der Balken soll später hier überstehen und über einen Winkel innen verbunden werden mit diesem bestehenden Balken. Ich habe mir das Ganze jetzt schon angezeichnet, werde das jetzt mit der Säge hier einmal durchtrennen, hier schon mal einen Winkel anbringen, um das Ganze später schon mal zu heften. Anschließend werden dann diese Anker genau an der Position aufgelegt, wo das KG-Rohr ist und werden jeweils mit zwei Schrauben festgemacht. Wenn das bei allen drei Rohren passiert ist, wird der Balken einmal komplett umgedreht um 180 Grad, dass diese Spitzen hier, diese Spikes nach unten zeigen, diese Dollen. Und dann kann ich diesen Bereich einfach mit Beton auffüllen und das Ganze kann aushärten und ist dann massiv. Genauso bin ich hier drüben auch vorgegangen. Funktioniert einwandfrei. Ich habe alle drei Pfostenträger am Balken angebracht und habe den Balken bereits einmal um 180 Grad gedreht, damit die Dohlen nach unten in das KG-Rohr hineinreichen. Der Balken ist bereits in der Höhe ausgerichtet. Wie ihr sehen könnt, komme ich relativ gut auf die Waage. Und hier drüben habe ich mit einem Winkel den Balken in einer Höhe fixiert. Das Ganze liegt jetzt hier am Winkel auf,
beziehungsweise auf der anderen Seite dann hier auf diesem Ziegelstein. Und nun kann ich mir Beton anmischen und diesen hier an der Seite in die KG-Rohre einfüllen, das Ganze schön verdichten und verstampfen. Und dann kann das einen Tag trocknen und ist am nächsten Tag dann weiter bebaubar. Nach 3 Tagen ist der Beton ausgehärtet. Der Balken hält. Ich kann mich nun ans Bauen des Fachwerks machen. Mein Plan sieht dabei wie folgt aus. Ich möchte hier oben einen großen Querbalken legen, der dann von hier aus hochwärts geht, mit Winkeln am Holzhaus festgemacht wird. Der geht dann hier rüber und steht dann hier unten wieder auf dem anderen Balken auf. Auf diesen Balken werde ich dann die Querleitung aufbringen, im vorderen Bereich mit einem Dach versehen, und nach hinten hin wird das Ganze auf den Balken aufgebracht, die ich eben hier aufbaue. Mein Werkzeug, meine Materialien, das seht ihr hier, die habe ich mir bereits zurechtgelegt. Ich habe große Winkel für den Anbau am Holzhaus. Ich habe kleinere Winkel für die 8x10er Balken. Das sind jetzt hier 8x8er Winkel, wenn ich mich recht entsinne. Ich habe verschiedene Holzschrauben, um das Ganze zu befestigen. Ich habe kleinere Winkel, um die 60x40er Dachlattung zu befestigen. Die Säge darf natürlich nicht fehlen. Der Akkuschrauber, Hammer, Wasserwaage und natürlich das Holz, das ich verbauen will. Im Folgenden lasse ich einfach die andere Kamera mitlaufen und viel Spaß beim Aufbau der Außenvoliere. Gut 5 Stunden hat es gedauert, das Fachwerk der Außenvoliere zu bauen. Ich habe an den Seiten die 10x80er Balken eingebaut und dann mit einem Versatz von 1 Meter die 60x40er Lattung eingebracht. Die Volierengitter, dieser Draht, hat eine Breite von 1 Meter, so dass ich das von beiden Seiten bequem rantackern kann. Im oberen Bereich habe ich eine Dachlattung aufgebracht, um auch hier den Volierendraht festzutackern. Und hier vorne in diesem Bereich wurde das Ganze noch überdacht, damit die Tiere dann später auch hier im Freien sitzen können und dennoch im Trocknen. Gegebenenfalls kann ich diese Überdachung auch noch mal um ein Segment verbreitern, da bin ich mir noch nicht so sicher, was wir wirklich brauchen. Der restliche Bereich wird definitiv offen bleiben, denn hier unten soll ja dann eine Grünfläche entstehen, da neben den Vögeln hier auch Hasen und Meerschweine gehalten werden. Im nächsten Schritt werde ich den Volierendraht anbringen. Ich werde den Boden mit Volierendraht auslegen, an den Seiten hochziehen, das Ganze praktisch dicht machen, dass keins der Türe ausbüchsen kann und insbesondere auch Füchse, Marder und sonstige Tiere, die hier leben, nicht in diesen Stall hineinkommen. Weiterhin wird hier in diesem Bereich die Schleuse gebaut. Das heißt, einmal eine Tür, die gleich hier vorne kommt, und eine zweite Tür, die jetzt hier in dem Bereich eingebaut wird, damit man das Ganze betreten kann und keine Angst haben muss, dass in dem Moment Tiere ausbüchsen. Ihr seht also, es ist noch jede Menge zu tun, aber
das Grundkonstrukt steht, neben dem Abschleifen, dem Streichen bzw. ja, dem Wetterschutz kommen da noch viele, viele Kleinarbeiten auf uns zu, aber das Ganze nimmt langsam Gestalt an. Wenn ihr wissen wollt, wie das ganze Projekt weitergeht, dann abonniert meinen Kanal, drückt die Bimmel und ihr erfahrt es, sobald ein neues Video online gegangen ist. Ansonsten freue ich mich natürlich riesig, wenn ihr mir ein Like für dieses Video gebt und auch die Kommentare unter diesem Video sind sicherlich einen Blick wert. Schreibt mir doch, was ihr von diesem Projekt haltet, was ihr ändern würdet, was ihr toll findet oder wo ihr mir einfach nur einen Tipp geben möchtet. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.